genau, Libby? Panische Lache für Anfänger. Warst einfach unvorbereitet. Ja. Ich hab's schon besser hingekriegt. Das stimmt. Dafür kannst du das ultimative Waffe richten. Ja. Ultimative Ultima Waffe. Wir schreiben jetzt die ganzen alten Final Fantasy Teile um. Das ist jetzt immer die ultimative Waffe. Okay, alles klar. Die ultimative Ultima Waffe. Okay, ich hab wieder vertonte Cutscene. Unten müsste dann die Kammer für die Ultima Waffe liegen. Sid sagt's richtig, Ultima Waffe. Ja, komisch. Gaius kann überall sein. Also haltet die Augen auf. Seid schön vorsichtig, hört ihr? Lasst euch nicht überraschen. Die Interferenzen werden stärker. Der Kontakt kann jeden Moment abreißen. Nun, Abenteurerin, verrate mir doch, wofür kämpfst du so verbissen? Ja, wofür kämpfe ich? Für mich selbst, für meine Freunde, für Eosea natürlich. Wie überaus edel. Aber glaubst du auch an Eosea? Ja, nein. Was soll das heißen? Glaubst du an ihn? Natürlich glaube ich an Eosea. Niemals. Diese Fassade der Eintracht, die auf Illusionen gebauten Städte, der einlullende Glaube an Götter. Eosea ist ein einziger Filz aus Lüge und Wahn. Würdelos, wie ihr Zivilisierten vor den Götzen der Wilden zusammenzuckt. Sie helfen ihrem Volk, wogegen eure Götter sich dessen kaum befleißigen. Sind eure 12 beschäftigt? Verstecken sie sich vor mir. Wenn ihr sie so verehrt, so ruft sie doch wie damals auf der Heide von Cardenau. Oder zögert ihr, weil sie mir unterliegen würden? Und vergesst nicht ihren Tribut. Die Unmengen an Äther, die sie der Erde für jeden Gastauftritt in Rechnung stellen. Seht ihr es nicht? Was sind eure Götter anderes als Parasiten? Genau wie die Primae, die dem Land den Äther entziehen. Ihr ahnt es selbst, und doch verschließt ihr die Augen. Warum huldigt das dumme Volk ihnen noch? Warum war der große Louis-Var zu blind, es zu sehen? Weil eure Anführer schwach sind. Rückgratlos und ohne Willen zur Macht. Die Welt ist für uns Weltliche gemacht. Wir sind ihre Existenzberechtigung. Uns gehört sie, denn wir haben um sie gekämpft, während die Götter schliefen. Und was ist natürlicher, als dass der Stärkste die Schwachen beherrscht? Die Erde blutet aus, weil niemand verhindert, dass man sie zur Ader lässt. Ich aber werde die Ordnung dieser Welt neu errichten. Ich wasche hinweg die Lüge dieser Welt. Ich bin ihre Rettung. Und die Helden wie dich werde ich zermalmen, damit alle Welt meine Stärke erkennt. Dann wird dieses Reich als mein Reich neu erstehen. Der Gaius hört sich wirklich selbst gern reden. Ja. Okay. Alle da? Keiner, die sie? Oh, gut.
Renner sein blieb. Jo, gehen wir den los. Den Weg mit dem Eiffelturm habe ich jetzt schon verstanden. Oder der teleportiert sich ja irgendwie. Anscheinend habe ich euch unterschätzt. Von Stärke, Abenteurerin, einer Herrscherin würdig. Aber wer seine Kraft nicht zu nutzen weiß, für den ist sie ohne Wert. Yay, und ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Yay. Okay. Dann mal auf. Und gleich nächste Cutscene. Lass mich dir wahre Macht zeigen. Grenzenlose Macht der Ultima-Waffe! Stimmt, nee, das denke ich mir auch immer. Erst gehen wir ewig lang Aufzug runter und jetzt fahren wir wieder Aufzug hoch. SE mag ja sowieso gerne Kämpfe, die auf Aufzügen stattfinden. Hm, auf jeden Fall. Leider. Okay. Der erste Part, glaube ich, ist recht einfach, oder? Ja. War beim zweiten nicht das Schwierigste, den Meteoriten auszuweichen? Ja. Wir waren Meteoriten. Ich hab nur noch den Hardmode im Kopf. Du kannst dir am Anfang halt keinen Schaden machen. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt erst einmal die Primals aus dem Raus prügeln. Jo. Was zurückhalten? Der Quatsch. Also geht's, los geht's. Okay. Thank you.
voll concentrated. Ja, ja. Oh, das hatte ich vergessen. Ja. Genau, er hat ja jetzt die ganzen Fähigkeiten der drei Primae in sich vereint. Uli. Das ist Garuda. Das ist zwei Titan. Haben hier auch Warps? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, doch, im zweiten Part, glaube ich, kommen die. Aber die sind nicht so schwer wie im Hardmode. Ja. Da ist Ifrit. Da ist wieder Titan. Ja. Das war wahrscheinlich Ultimative Waffe selber. Ja. Der kann auch noch ein bisschen was. Jetzt wird Titan draußen. Ja. Als letztes verlässt ihn in dem Teil hier doch Garuda, oder? Ifrit. Nein, Garuda Ifrit ist schon Garuda weg. Achso, oh. Okay. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ach, bin ich nicht die Einzige unaufmerksam in. Jetzt haben wir nur noch ihn. Warum zeigt die Waffe keine Wirkung? Sie ist doch die absolute Waffe! Wie kann eine Abenteurerin ihr widerstehen? Durch die Kraft des Lichts. Deine Gegnerin ist von dem Kristall geschützt, den sie trägt. Und dieses Licht verleiht ihr ihre Stärke? So ist es. Willst du den Schild des Lichts durchbrechen, so brauchst du eine Axt der Dunkelheit. Und diese gebe ich dir in die Hand. Der Ultima-Waffe wahre Kraft, die ich dir noch nicht offenbarte. Wahre Kraft? Was meinst du? Selbst die Alaga verstanden ihre Macht nur ansatzweise. Das Herz dieser Waffe ist die gebündelte Kraft der Dunkelheit, Sabik. Unfassbar mächtige Magie lag für Äonen verborgen tief in ihrem Kern. Welche Magie? Etwas von unvergleichlich großer Macht. Die Ultima Magie. Die Primae aufzusaugen diente nichts anderem als der Rückgewinnung ihrer inhärenten Kraft. Die Verwirklichung ihres Potenzials. Nun schlägt das Herz der Ultima-Waffe. Labrea, worauf willst du hinaus? Ich will den wahren Gott erstehen lassen. Was? Verdammt seist du, Ashian! Entfessle deine Macht, Ultima! Lass uns einen flüchtigen Blick erhaschen auf des einzigen Gottes Macht! Es bebe selbst der sieben Höllen tiefster Schlund. Erhebe dich! Es tue dunkler Wirbel deine Kräfte kund. Sei entfesselt, Ultima!
Mächtige Energie verbarg sich in der Ultima-Waffe. Oh, arme Heidelin. Du hattest wohl alle Hände voll zu tun, deine Heldin zu beschützen. Gaius van Belzer, hier ist die Kraft, die du ersehnt hast. Nun kämpfe! La Habrea, du bist mir ein paar Antworten schuldig. Aber lass mich zuerst diese Läuse hier zerquetschen. Nun, wer von uns wird nun der Bessere sein? Ja. Jo, okay. Yay. Lange Cutscene. Ja, allerdings. Aber gut. Ja. Dann machen wir mal die Ultima-Waffe platt. Ja. Jetzt braucht es auch nicht mehr England. Ja. Ja. Wir sind bei der ultimativen Ultima-Waffe. Alles gut. Ja. Boah. Nee, er möchte den Hard-Mode machen. Nee, Hard-Mode mache ich nicht. Das ist ja storytechnisch ist ja da nichts dran. Völlig irrelevant. Ja. Ach, die Dinger. Ach, stimmt. Das sind ja diese Laserschuss-Dinger. Davon weiter weg. Die ist klar. Boah, können die auch mal jemand angreifen, der nicht castet? Ja, ich beschwere mich hier. Ich kann nichts sagen, ich bin gerade als Team so gefordert hier. Ja. Ja, nicht, dass man noch bleiben kann. Vorsicht wegen der Brücke. Ah ja, ich stehe drin. Ach ja, diese grünen Laserstrahlen kommen ja auch noch. Waren schon vorhin da. Wo warst du im letzten Kampf? ich stand vor ihm. Da habe ich das nicht mit nicht das gesehen. Das macht ja nicht. Über die grenzenlose Kraft, die euch vernichtet. Ich denke, das muss mir dringend auffallen. Ja, den Eindruck hat das gemacht. Ach, jetzt kommt ja dein Ultimate-Cast. Du musst es ja vernichten, bevor der Cast durch ist. Ja, ich kann noch nicht mal hin zu dem Ding. Ihr habt gesehen, das war jetzt total schwer. Also, das hätten wir fast nicht hingekriegt. Wieso? Wie konnte das geschehen? Er ist so lang, oder? Die Welt geht zugrunde, wenn Schwächlinge sie führen und Götzen sie narren. Woher kommt eure Einfalt? Verblödet ein Schaf an der Spitze sein Volk? Sucht die törichte Menge einen törichten Herrn? Jemand muss die Spirale durchbrechen. Was leugnest du? Die Wahrheit, obwohl du deine Fähigkeiten kennst.
Wie kümmerlich. Du wolltest Stärke und ich habe sie dir gegeben. Aber du bist nur ein einfacher Sterblicher. Die Ordnung dieses Gestirns ist gestört. Wenn das so bleibt, wird nicht nur der Planet, sondern die gesamte Ätherwelt, die Gesetze der Existenz selbst, im Chaos entarten. Und die Wurzel des Übels ist Heidelin, der Krankheitsherd. Dem Planeten zuliebe muss dieser schwelende Herd ausgemerzt werden. Und dazu muss der echte, der wahre und einzige Gott neu erstehen. Für die Herrschaft des Absoluten, des Meisters der Asiens, muss alles zerstört und zerschmettert werden. Dafür müssen die Primae gerufen werden. Und eure Spielchen, sie zu jagen und sinnlos zu Äther zu zerstäuben, statt sie dem absoluten Gott zu überlassen, stören uns dabei. Euer kleines Talent soll zusammen mit dieser Feste untergehen. Lakaien Heidelins, euer Licht wird im ewigen Dunkel verlöschen. Okay, letzter Kampf gegen La Habrea. Der ist eigentlich ein Witz, oder? Ja, ja. Sowieso. Damals schon. Wie ich gerade eben schon geschrieben hatte, wenn Neuling dabei ist, dann war es die größte Herausforderung, den umzuklatschen, bevor der Neuling aus der Cutscene kommt. Genau. Okay. Los geht's. Ja. Hauen wir ihn um. Willst du das Dunkel durchtrennen, benutze die Klinge des Lichts. Was hast du vor?
nicht? Es ist das Band zwischen ihnen? Wir haben es geschafft. Stunden ja, später. Genau. Für euch Stunden später. Ja. Vielen Dank. Das überraschende Ende der Storyline. Ja. Ganz überraschend. Wir haben gewonnen. Das war jetzt wirklich überraschend. Einen einzigen Toten. Ja. Ich glaube, das wäre spannender gewesen, wenn ich das geheilt hätte. Du meinst, du hättest mich wieder sterben lassen? Niemals, ich hätte Libby sterben lassen. Stimmt! Dann hätte ich die tanken müssen. Okay, ja, vielen Dank. Alle aufstellen, aber ich glaube, Ulle ist gerade AFK. Ach nee, Libby, ja, okay. Wieder da. Ja. Ich werde drinnen die Folge beenden, weil ich kriege ja jetzt noch eine sehr lange Abschluss-Cutscene. Und da müssen wir jetzt nicht auch noch hier stehen bleiben. Nee, das werde ich auch in einer eigenen Folge machen. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch. Ihr durftet viel warten. Ja. Aber ich würde mich freuen, wenn wir sowas mal wieder zusammenkriegen. Es kommt jetzt noch öfters 8-Mann-Content, dann mit weniger Cutscenes unterbrochen. Ja, freue mich schon drauf. Genau. Gut. Ich sag, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.